Am Dienstag waren im Listerhafen spektakuläre Bilder zu sehen. Direkt neben Gosch auf der kleinen Freifläche am Wasser wird ein Riesenrad aufgebaut. Die Gemeinde List auf Sylt feiert in diesem Jahr ihr 725-jähriges Bestehen. Und so können die Besucher des nördlichsten Ortes Deutschlands in luftigen 35 Metern feiern. An Himmelfahrt soll das Fahrgeschäft die ersten schwindelfreien Besucher befördern. Die können dann sicher einen atemberaubenden Rundumblick genießen. Das Riesenrad hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h aus und erfüllt damit die Anforderungen der höchstmöglichen Windlastzone in Deutschland. In den nächsten Tagen wird weiter aufgebaut. Das Riesenrad bleibt bis Oktober im Lister Hafen stehen.